Erster Spieltag in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz Saar. Am 28. Juli 2017 hat der SC 07 Idar Oberstein den FC 08 Homburg zu Gast im Idra-Haag-Stadion gehabt. Um 19.30 Uhr dann der Anpfiff. Beide Mannschaften haben gegeneinander ausgetestet und in der 7. Spielminute das erste Tor für die Gastgeber. Eine Flanke von Thiago zu Florian Galle und dieser brachte die Kugel per Kopf ins Netz. Der SC 07 Idar Oberstein hat versucht, weiter nach vorne zu spielen, aber die Homburger waren jetzt cleverer und schneller unterwegs. Ab der 10. Spielminute ging es dann immer wieder auf das Tor von Andy Forster, der nach einem Freistoß in der 14. Spielminute zum ersten Mal hinter sich greifen musste. 1-1. Mehrmals wurde es im Strafraum der Gastgeber gefährlich. In der 28. Spielminute ist Homburg dann in Führung gegangen. Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit erhöhte Homburg auf den späteren 1:3 Endstand. In der zweiten Halbzeit ist der SC 07 Idar Oberstein wieder stärker ins Spiel gekommen. Die Gäste aus dem Saarland hingegen haben nach der Pause auch das Tempo aus dem Spiel geholt. In dieser Begegnung sollte es kein Tor mehr geben. Der SC 07 Idar Oberstein hat mit dieser Niederlage das erste Pflichtspiel im Jahr 2017 verloren. So, dann fangen wir gleich an. Es ist spät genug. Neben mir sitzt der Jürgen Luginger, Trainer vom FC 08 Homburg, den ich auch gleich um eine Stellungnahme bezüglich des Spiels bitte. Ja, es ging eigentlich die ersten Minuten gut los. Wir hatten eine Riesenchance, die haben wir nicht gemacht. Und dann war es natürlich nicht so schön, dass wir das 1-0 gegen uns im ersten Angriff bekommen haben. Ja, danach, glaube ich, hat die Mannschaft sehr guten Fußball gespielt, hat die restlichen 40 Minuten sehr viel Druck gemacht, sich viele Torschanzen, ich glaube 6-7 an der Zahl mindestens hundertprozentig herausgearbeitet, hat dann auch 3 Tore gemacht. Hätte das eine oder andere noch mehr sein können. Und zweite Halbzeit, haben wir nicht mehr so druckvoll nach vorne gespielt, haben auch wenig zugelassen, noch 2-3 gute Möglichkeiten gehabt. Natürlich wollten wir gerne das vierte noch erzielen, aber es ist das erste Spiel. Ja, wir wussten auch nicht, was uns erwartet. Idar Oberstein hat es teilweise sehr gut gemacht, auch ja, defensiv auf das Spielaufbau dann. Also es ist nicht so einfach, gegen Idar Oberstein zu spielen. Das haben wir dann insgesamt gut gemacht und ich denke, verdient gewonnen. Und für uns war es ein wichtiger Dreier jetzt. Murat. Ich glaube, es ist schon alles, vieles richtig. Ich glaube, wir hätten uns natürlich schon gewünscht, dass wir das 1-0 natürlich ein bisschen länger halten. Aber man hat dann schon gemerkt, dass dann immer weiter das Spiel fortgeschritten war, dass Homburg dann einfach die Klasse einfach ausgespielt hat, etwas mehr Druck aufgebaut hat. Das war dann abzusehen, das war dann leider eine Frage der Zeit. Die Standards waren brutal gefährlich. Ja, haben dann
leider in einigen Situationen nicht so den Zugriff gehabt. Klar kann man die Standards mit Sicherheit besser verteidigen. Dass wir aus dem Spiel heraus nicht 90 Minuten vom Tor weghalten können, war uns klar. Ich hätte mir schon aber gewünscht, dass wir etwas mutiger, hat man schon gemerkt, dass wir ein bisschen zu viel Respekt hatten. Wir hatten zwar immer wieder gefordert, dass wir mutig spielen, dass wir auch Fußball spielen können. In einigen Situationen war es mal aufgeblitzt, aber leider einfach dann zu wenig. Wir haben dann zu schnell die Bälle verloren und dadurch wurde halt der Druck immer größer. Knackpunkt war mit Sicherheit dann das 3-1 fast mit dem Halbzeitpfiff. Sag mal, klar macht man sich dann Hoffnung, wenn man mit 2-1 in die Halbzeit geht, dass man da noch vielleicht nochmal Druck aufbaut, dass man nochmal ein paar Nadelstiche setzt. Aber das 3-1, man hat dann schon gemerkt in der Kabine, die Köpfe waren unten. Wir wollten sie dann nochmal pushen. Wir wollten dann natürlich mit Lukas und Felix dann nochmal zwei Offensivkräfte reinbringen. Aber wir waren einfach dann in vielen Situationen nicht abgezockt genug. Ist auch verständlich. Also man muss schon die Klasse von Homburg dann anerkennen. Trotzdem hätte ich mir als Trainer schon gewünscht, dass wir etwas mutiger, etwas gieriger, etwas griffiger. Aber ja, es ist halt natürlich auch kein Wunschkonzert. Es ist dann auch noch ein Gegner da, der es super phasenweise gelöst hat. Oft auch handlungsschneller war, gedankenschneller war. Ja, und dann hast du halt einfach auch in vielen Aktionen gesehen, auf vielen oder fast allen Positionen, waren sie einfach einen Tick besser, das muss man neidlos anerkennen. Das wäre sowieso dann eine kleine Überraschung gewesen, aber wie gesagt, dafür sind wir angetreten. Ist 1-0 nochmal etwas vielleicht länger halten. Die Jungs werden vielleicht etwas nervös, auch wenn sie dann abgezockter sind, aber ja, dann nach dem 3-1, klar, wenn dann mal das 3-2 fällt, dann, aber letztendlich geht es, glaube ich, in Ordnung. Verdient der Sieg. Ja, und ich glaube, die Prognose, dass Homburg ganz oben mitspielen wird, ist, glaube ich, auch heute noch mal ein Stück weit belegt worden, wenn sie dann erstmal noch eingespielt sind. Wir hatten uns ja vorher auch schon halten, viele neue, und wenn sie mal dann erst ins Rollen kommen. Aber wie gesagt, wir bauen die Jungs jetzt noch mal auf. Wir werden uns dann die Woche noch mal gezielt auf Pirmasens vorbereiten und dann müssen wir uns da die Punkte holen. Also wir sind ja auch angetreten, um die Liga zu halten. Also wir werden uns dann von Spiel zu Spiel steigern müssen, das an Tempo gewöhnen, da kann auch dann so Kaliber. Und von daher schade. Aber letztendlich muss man schon ehrlich sagen, verdient der Sieg und Glückwunsch an Homburg. Prima, das war heute das einzige und auch das erste Spiel in der neuen Saison. Alles andere Samstag und Sonntag. Die Presse, Sascha? Nix? Alles prima. Dann. Ja, ich weiß, ja, ich glaube, es war nicht spielentscheidend. Natürlich, ich sag mal, man hat schon ein, zwei, aber da sind wir auch selbst dran schuld. Ich glaube, zum Schluss, der Lukas im Sprintduell, da muss er einfach dann besser den Laufweg kreuzen. Felix im Strafraum wird kurz am Arm gezopft. Muss er dann, denke ich, schon fallen. Das ehrt ihn vielleicht, dass er, aber er kommt da aus dem Rhythmus. Aber also ich, mit Sicherheit waren vielleicht einige Szenen, wo der Kollege mit Sicherheit anders sieht, ich sehe, aber ich denke, Schiedsrichter war jetzt nicht ausschlaggebend, dass wir verloren haben. Dass wir zu einfach. Also ich denke auch, das wäre ganz sehr falsch. Ich fand den Schiedsrichter gut heute. Klar hat er vielleicht auf jeder Seite ein bisschen Probleme gehabt, ja. Aber ich habe schon andere Schiedsrichter erlebt. Also von dem her muss ich schon sagen, dass er das heute gut gemacht hat. Ja. Also nicht nur, weil wir gewonnen haben, aber insgesamt, ja, glaube ich, finde ich schon. Gut. Dann schließe ich das an, was der Murat eben schon gesagt hat, am nächsten Freitag 19.30 Uhr beim FKP und das nächste Heimspiel am 12. August um 15.30 Uhr hier gegen den FV Engers. Und das war's. Natürlich wünsche ich unseren Gästen einen guten Nachhauseweg, nochmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute für den Rest der noch fürchterlich langen Saison. Euch auch. Ja. Thank you.